Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu Resident Evil 2 HD. Wir legen los mit dem Remake des Klassikers und zwar entweder mit der Leon S. Kennedy oder mit der Claire Redfield Kampagne. Lange haben wir ja gewartet auf das Spiel. Bei mir kam es auch ein bisschen zu Verzögerungen, was die Lieferung angeht. Aber jetzt sind wir endlich unterwegs. Ich habe eine Presseversion erhalten, das einfach mal der Vollständigkeit der Transparenz halber angeführt. Und ich würde sagen, komm, wir spielen einfach mal mit dem guten Leon auf Standard. Let's go. Kommt jetzt direkt der erste Cutscene oder? Ah, klingt auf jeden Fall so. Look, man, I'm serious, okay? I saw it with my own eyes. Oh, I believe you, buddy. I believe you. Just tell us a story. Tell us a story. Okay, well, it was last Friday night. I was walking home from the bar and this woman started coming towards me. She was staggering, you know, so I figured she was drunk. Whoa. Okay, tell us, be honest now, how many drinks did you have? No, man, I barely had a buzz on. Oh, come on. Look, just listen, all right? She got closer and I got a good look at her. You got to see her eyes, her nose, her whole face. It looked like it was rotting. Yeah. She looked like a corpse, like a walking corpse, man. Sounds like my wife. I've never seen anything like it. I haven't been able to sleep since that night. All right, calm down, buddy. Calm down. Just, hey, you gotta stay strong, okay? Don't give in to fear out there, right? Yeah, well, you got that right. If you freeze up around these things, they'll sink their teeth in the middle. I should attack somebody. Oh, come on. It's just getting good. Around. That's weird. Alles Klärchen. Ja, ich habe übrigens die englische Sprachausgabe mal eingepackt, weil mir die deutsche nicht so gefallen hat. Die habe ich mal hier und da gesehen oder gehört. Hello? Anybody there? Something's not right. You all right? Don't move. I'll be back for you. Come on.
Okay, ich kann noch keine Waffe zücken. Stop moving. Officer, you need help? Stay back, sir, I got this. Hey! Wait now! Help me! Freeze! I'll shoot! What the? Uiuiui. Oh oh, ist da noch einer? Ja, ich hab's ja schon mal vorab anspielen können, zweimal sogar. Hab da ja auch ein bisschen was zu hoch geladen. Aber so genau. Oh, gut, dass wir hergekommen sind. Vielleicht nicht für die Monetarisierung, aber auf jeden Fall für den Schlüssel. Oh oh, oh oh, oh oh. Oh oh. Ja, wir wissen ja unter anderem dadurch, dass die Dinger gerne mal aufstehen. Aber so detailliert hat man denen natürlich nie ins Gesicht geschaut. Okay, wichtige Objekte. Benutzen. Auf geht's, Leon. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Okay, hier hinten wieder. Lalala. Don't shoot. It's out. You all right? Yeah, I think so. Thanks. You can thank me later when we're safe. Holy shit. I don't know. Hopefully they'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. You are? Claire. Claire Redfield. Live around here? No. I'm looking for my brother. He's a cop too. Well, it's a good thing we found each other. I don't know what to expect anymore. Uiuiui. Ja, schöner Anfang. Ja, und das hat natürlich auch schon direkt mal guten Eindruck geschindet, wie eingeengt man sich fühlen kann. Auch wenn es ein bisschen überraschend war, wie viele Zombies plötzlich rund um die Tankstelle herum waren. Ja, und Claire meinte natürlich auch Chris Redfield als ihren Bruder, der bei der Polizei arbeitet. Ja, und was man schon bisher so sehen konnte bei den Preview-Gameplay-Videos, das Spiel, das ist wirklich elementar anders als das erste Resident Evil 2. Andere Perspektive, anderes Gameplay. Attention all citizens. Due to the citywide outbreak, you are advised to take shelter at the Raccoon City Police Station. Free food and medical supplies will be provided to everyone in need. Oh my God, this is so unreal. Police station's not much farther. They'll know something. Yeah, but what if we're the only ones? What if there's no survivors? No, there's survivors. It's a big city. There has to be.
like we're walking from here. More like running. Yeah, good call. Leon, you gotta back up. What the? Holy shit. There, get out. Get out now! Alles klar. Uiuiuiui. Ja, also wie gesagt, spielerisch, optisch natürlich ganz, ganz, ganz anders als das. Resident Evil 2 von 1998. Boah, ich hoffe, dass ich hier richtig entlang laufe. Wobei. Oh! Nice! Oh, oh. Hey, 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 hey. Eieiei, okay, gut. Da sind wir jetzt erstmal sicher. Oh Mann. Ja, also, knapp über 20 Jahre ist es her, da kam das erste Resident Evil 2 raus. Ich war da noch ein kleiner Bub, 4 bis 5 Jahre alt, hab da schon zugeschaut. Auch wenn es für mein Alter überhaupt nicht geeignet war, aber hey. Faszination war groß. Und jetzt kann man es auch selbst spielen. In sehr viel hübscher und besser. In vielerlei Hinsicht. So, und hier kommen wir tatsächlich in einen Bereich, den ich zumindest ein wenig kenne. Durch die Preview Sessions. Ich weiß zumindest, wo die Gegenstände dort standen. Es kann sich aber natürlich jetzt im Hauptspiel auch verändert haben, logisch. Aber bereits da hat es mir sehr gut gefallen. Insofern, ich bin sehr zuversichtlich. Resident Evil, auch mit Resident Evil 7, hat aber bei mir schon immer das Problem ausgelöst, dass ich das nie so wirklich viel länger als... Okay, das brauchen wir später für ein Rätsel. Dass ich das nie so wirklich viel länger als, sagen wir mal, eine halbe, dreiviertel Stunde am Stück spielen konnte. Und dann bin ich immer ein bisschen zu sehr gegruselt, brauche über eine halbe Stunde Pause und dann kann ich ruhig und entspannt wieder weiterspielen. Mal gucken, wie es bei Resident Evil 2 HD wird. Ich gehe schon so ein bisschen davon aus, dass es ähnlich furchteinflößend ist. So. Ah ja, hier. Schreibmaschinen hat man auch mal wieder. Hier hast du die Box, da kannst du alles Mögliche ablegen. Speichern wir. Ja, Schreibmaschinen sind eh, finde ich, sehr, sehr schön. In Resident Evil 4 sind sie mir immer noch sehr gut im Kopf geblieben. Allein schon wegen der Musik, die dabei gespielt wurde. Ah,
has to be someone here. Not good. David! Marvin! You there? I found a way out. It's in here. Send reinforcements! East hallway! I gotta find that guy. Alles klärchen. Legen wir los. Ja, ich wollte kurz mal nach oben gehen und mal gucken, ob es da irgendwelche Items gibt. Hab mir dann aber überlegt, hey, brauchen wir nicht unbedingt. Da kommt man sicher irgendwann nochmal hin. Und ich glaube, da lag auch nichts. Zumindest beim Previewen. Okay. Da weiterhin ein Rätsel, wo man noch nicht weiterkommt. Das Gute ist, das ist jetzt quasi das Gameplay, das ich als allererstes gespielt habe. Es war noch im August, wenn mich nicht alles täuscht. Und deswegen habe ich da schon vieles, vieles vergessen. Was hat denn da so geknarzt gerade? War das der Boden? You got this. Ah ja, das ist übrigens der erste Arbeitstag für Leon S. Kennedy. Also falls jemand glaubt, er hätte einen Scheißjob... Bitte sehr. Aber merkt schon, ich traue den Entwicklern alles zu. Es könnte natürlich auch sein, dass die einen so ein bisschen linken wollen. Dass der in der Preview nicht aufsteht, aber jetzt sich denkt, ach ja, habe ich mal Lust, wieder ein bisschen rumzulaufen. Oh! Und hier sieht es gleich viel angenehmer aus. Okay, hier durch die verbarrikadierten Türen kommt man nicht. Kann ich da eine Karte aufrufen? Jawohl! Sehr schön. Okay, da sieht man auch die verbarrikadierten Türen. Kannst du auch nicht öffnen. Immer diese Wasserverschwender. Und das zweite Erste-Hilfe-Spray. Na, da kam ich ja her, stimmt. Jesus. Na, warte mal. Okay, die Frage ist, warum ich den jetzt nicht einfach ablegen kann. Oder ob es jetzt noch so ein wichtiges Objekt ist. Ich weiß nicht mehr wo, aber in einem der Spiele wurde einem immer wieder gezeigt, wenn ein Gegenstand quasi nicht mehr verwendet werden kann, sodass man ihn auswechseln konnte. I'll get you out.
Give me your hand. Help me! I got you. Give me your other hand. Notizbuch eines Polizisten. Ja, da haben wir die Götterstatue. Drei Medaillons. Die haben wir, glaube ich, in der Eingangshalle gesehen. Ja, Parkplatz oder Parkhaus vielleicht sogar. Und A Way Out. War ein cooles Spiel. So, Einhorn, Löwe und Frau. Oh, tut mir leid, Kumpel. Hallo, Officer. Oh, Alter. Okay. Jesus. They're everywhere. Alter. Alter, nein, 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 nein. Mist, ich dachte, ich komme vorbei. Okay, schön raus hier. Thanks. Marvin Browner. Leon Kennedy. There was another officer. I couldn't. Here. I'm sure you did what you could, Leon. Does anyone know what started this? Not a clue. But honestly, all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful. Yeah, well, I was supposed to start last week, and I got a call to stay away. I wish I'd come here sooner. You're here now, Leon. That's all that matters. Okay, Lieutenant. I'm ready. Hopefully you'll be able to find a way out of this station. That officer you met earlier, Elliot. He thought this secret passageway might do the trick. This is good news. We can get you to a hospital. No, no, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. I'd come with you, but I'd just slow you down. Now, you'll need this. I can't take it. Stop. And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. You take it out, or you run. Got it? Yes, sir. Ja, sehr schön. Da bekommen wir das Kampfmesser. Mit L1 bereithalten, mit R2 schlitzen. Und wir können es auch zum Kontern verwenden. Ja, auch das eine oder andere Mal für verwendet. Sehr coole Sache. Ja, damit kann man jetzt unter anderem hier das Tape abkriegen. Ich gucke nochmal ganz kurz, wie unser Gesundheitszustand jetzt gerade ist. Ja, sieht noch okay aus, ja. War doch eher noch ein lieblicher Biss,
in den Hals. Also alles halb so wild. Ja, Leute, Leon S. Kennedy bei seinem ersten Arbeitstag hier bei der Polizei. Ich glaube, er hat sich ein bisschen anders vorgestellt. Ja, und Leute, die Resident Evil 2 ohne das HD kennen, die haben sich wahrscheinlich die Optik hier auch ein bisschen anders vorgestellt. Es sieht aber wirklich schon sehr, sehr schick aus. Wir zocken das Ganze auf der PS4 Pro. Ich glaube, auf der Xbox One X dürfte es ähnlich geil aussehen, auf dem PC vielleicht noch einen Tacken besser, wer weiß. Aber insgesamt alles doch schon sehr, sehr ordentlich. Wenn euch diese Folge gefallen hat, haut doch gerne ein Däumchen nach oben raus. Ich glaube, das würde vor allem Leon doch schon sehr motivieren, weiterzumachen. Nö, ich werde auf jeden Fall noch weitermachen und würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, haut auch natürlich gerne ein Abo raus und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Resident Evil 2 HD. Macht's gut!